Der Kampf ums Trinkwasser. Hier findet er statt. Im Dunkeln. Kritische Infrastruktur. Blau, kalt, dunkel, klar. Dieses blaue Licht, da können Algen nicht wachsen. Also Algen haben ja bestimmte Pigmente, Farbstoffe, und können bestimmte Wellenlängen des Lichts verwerten. Und dieses blaue Licht hat halt diese Wellenlänge, wo das Algenwachstum vermindert wird, weil die damit nichts anfangen können. Aus den Harzer Wäldern in die Städte Mitteldeutschlands. Bis Halle ist das Wasser schon 3-4 Tage unterwegs. Doch Klimawandel, Trockenheit, Dürre bedrohen das kühle Nass. Können wir den Kampf ums Trinkwasser gewinnen? Toter Wald, blaues Gold. Die Wasserretter im Harz. Jetzt in der ARD-Mediathek.